Seid ihr euch ganz sicher, was ihr da gerade seht? Seid ihr euch sicher über Illusion und Realität? Herzlich willkommen zu einem neuen Lifestyle-Vlog. Okay, es ist ungefähr, lass mich nicht lügen, es ist ungefähr 3 Wochen her, dass der heftigste Prank auf YouTube stattgefunden hat. Die Resonanz war krank. Wir haben bis dato 137.000 Likes zu 1.200 Dislikes. Knapp 1,1 Millionen Klicks. Und die Kommentare sind durch die Decke gegangen. Und mich ehrt's unfassbar, dass es so krass angekommen ist. Im Nachhinein muss ich sagen, so, wenn ich das Projekt so ein bisschen Revue passieren lasse und so den Hype ausklingen lasse und einfach nur so ein bisschen die Hintergrundarbeit von diesem Projekt anschaue und einfach so ein bisschen auf die sozialen Medien reflektieren lasse, muss ich wirklich sagen, das hat mir mal wieder gezeigt, in was für eine Zeit wir eigentlich leben. Was gibt es heutzutage für Möglichkeiten, ein falsches Bild von einem abzuwerfen? Das Ganze fängt schon damit an, dass man anfängt, seine Bilder zu bearbeiten und eigentlich ein Bild von sich der Öffentlichkeit vermittelt, was man eigentlich gar nicht wirklich zu 100% ist. Ihr wisst, ich probiere in meinen Lifestyle-Videos euch zu zeigen, wenn es mir gut geht, aber auch euch zu zeigen, wenn es mir einfach scheiße geht. Einen YouTube-Kanal zu haben, auf dem man sich selbst repräsentiert, sollte auch immer mit beinhalten, dass man einfach auch mal zeigt, wenn es einem nicht so gut geht. Und ich finde einfach, dieses Video ist das perfekte Beispiel dafür, was man heutzutage alles faken kann und was man vielleicht auch hin und wieder hinterfragen sollte. Ihr feiert sehr krass Real Talk-Themen und ihr findet es auch gut, wenn ich einfach mal Themen aufgreife und einfach mal so ein bisschen darüber rede, wie ich dazu stehe. Ja, wenn ihr sowas einfach öfter sehen wollt, dann lasst einfach mal einen Daumen nach oben da oder schreibt es auch gerne in die Kommentare. Unterm Strich muss ich wirklich sagen, war es eines der geilsten Projekte, die ich bisher gemacht habe. Es war auch für mich als Person einfach wirklich ein Projekt, das nicht nur, jo, ich mache jetzt hier irgendein Video, sondern es war für mich eine Erfahrung, wirklich. Eine Challenge und eine Erfahrung, wirklich mal herauszufinden, wie sich es anfühlt, seine Freunde zu belügen und einfach ein Doppelleben zu führen. Von morgens bis abends an irgendeiner Drehlocation, die abgeschottet war von der Außenwelt. Danach war ich alleine im Hotel. Das Einzige, wo ich mal mein Zimmer verlassen habe, ist, wenn ich unten ein bisschen ins Fitnessstudio gegangen bin. Und selbst da waren Leute, die mich angeguckt haben und ich war aggressiv paranoid. Dazu kam jetzt noch, was ich jetzt hier im Nachhinein noch einblenden möchte, das Kino Meet & Greet, das einige von euch gewonnen haben, ist auch schon wieder eine Ecke her. Ja, damals hatte ich noch Haare. Ich muss echt sagen, der Film war echt gut. Mit diesem ganzen Drogengame und dem ganzen Geld von 0 auf 100, so ihr wisst es, ich liebe solche Filme. An dieser Stelle auf jeden Fall möchte ich einfach nochmal sagen, danke für dieses krasse Feedback auf das Video. Danke an alle, die da mitgewirkt haben. Es war wirklich ein Milestone-Video für mich selber. Auch nochmal danke an alle, die beim Meet & Greet dabei waren. Ich hoffe, ihr konntet es genießen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Ausschnitten von dort. Und ja, ich hoffe, es kommt demnächst mal wieder ein krasses Projekt. Aber da bin ich mir eigentlich fast sicher. Yo, man. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen. Heute geht's los. Ich unterwegs mit Reisepass, weil ich ja mein Geldbeutel verloren habe. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein auf die Kinovorstellung. Sascha schon da hinten von den ersten Leuten erkannt worden. Mal, was für Leute hier heute am Start sind. 40 von euch haben ja die Tickets gewonnen. Was geht, Doc? Wie findest du den Look hier? Ich find's nice, wie die Sonne da oben durchscheint. Hey, Sascha, danke nochmal für die Sonnenbrille. Sponsored by Das ist eine harte Lüge. Wir haben ausgemacht, dass Nico die bekommt und wir jetzt demnächst in den Sonnenbrillenladen gehen. Und ich hier meine kaufe. Hey, Alter, was ist das für ein krasses Echo hier? Mach nochmal. Das ist Franco. Stell dich mal kurz vor. Hi. So. Mehrere Jahre im Bodyguard-Business tätig gewesen. Schon diversen Bösewichten die Fresse poliert. Also ihn. Wie zum Beispiel ihm. So, wir haben jetzt hier alles abgeklärt. Jetzt auf dem Weg in den Kinosaal. Die Stimmung ist immer noch die gleiche. Und was sagst du dazu? Ich verstehe nicht. Hast du schon gedrückt? War alles gute Kamera. Er filmt ungefähr alles. Ja, der holt die Kamera einfach raus, es geht. Wenn er jetzt auch noch was schneiden würde, dann wärst du zufrieden, oder? Ey, ohne Witz, man schneidet mal meine Videos. Stellt man sich jetzt hier oder dort an? Wollt ihr Fotos machen, oder was? DC Mode versus, make a wish for a purpose. Purpose to practice a rap until I emerge perfect. Flawless victory psychic, kick like my sickle circus. Flow who can't do my thinking, dangin' langin' till it's purple. Alcohol on my circus, city slipping like jerkers. Rubbing for moisture murder, checkers are red as burgers. Diction fixes with less spit, ammonia type bullet. Tips put in and clean your mind. Glitch deja vu when I'm not shit. Nah, did you see me? I'm like a genie. Your mind is subconsciously feeding on your memory. Ripping lyrical line, rich chicks, medical bombers. That's the remedy for. Der Philipp ist neuer Türsteher. Schon mal da noch ein paar Bilder korrekt. Alles klar. Ey, warte, was geht denn? Ich glaube, ich muss mal trinken. Was? Also, der Typ ist. Der ist gleich fertig. Perfekt, danke. Ja. Film war top. Nächstes Jahr wieder? Ja, auf jeden Fall. Wo kommst du her? Wow. Sag mal, wie krank war der Prank? Cool, einfach nur gut. Guck mal. Okay, Leute, das soll's gewesen sein. Ich schieß nochmal.
herzlichste Grüße raus an alle, die dabei waren. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir noch die eine oder andere Kinovorstellung am Start haben, wo auch vielleicht der eine oder andere von euch noch vorbeikommt. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen hoffentlich im Metzger 21 Video.